Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers Gameplay Second Season. Ja, die zweite Runde. Und in der letzten Folge sind wir fündig geworden im Asteroidengürtel, was sehr, sehr gut ist, gleich doppelt fündig geworden. Wir haben Uran gefunden. Und wir haben Magnesium gefunden. Nochmal. Also wir hatten ja schon ein Vorkommen gefunden, innen liegend. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil wir mit unserem Jäger hier, mit dem Bohrer da vorne, das ja nicht so gut abbauen können. Das heißt, oder gar nicht abbauen können, weil wir können nicht ein, oder nur sehr, wir könnten schon, aber sehr mühsam. Wir müssten mit dem einen Bohrer ein großes Loch ausbohren, wo wir dann hier reinpassen. Könnte mit der rechten Maustaste und bohren, könnte das funktionieren? Ich weiß es noch nicht. Müssten wir mal testen. Jedenfalls wäre es ein bisschen mühsamer, sich dann bis zum Erzvorkommen in der Tiefe durchzubohren. Und tja, deswegen ist es einfacher, wenn wir im Moment ein Erzvorkommen finden, das offenliegend ist. Und das haben wir. Ich gehe mal ein bisschen hoch. Wir schauen mal, ob wir das finden. Jetzt auf die Schnelle. Silber, es müsste da drüben irgendwo sein, denke ich. Astroeisen. Uran. Wo haben wir das? Uran, Nickel, Platin, Eisen, Gold, Nickel, Gold, Silizium. Da ist es Uran. Uran, das ist ziemlich genau unter uns. Oder hier hinten. Ja, es ist unterm Asteroiden. Wir müssen also runter. Wo bin ich eigentlich? Hier ist die Base. Und Uran ist da, in die Richtung. Wir sehen den Asteroiden gar nicht. Uran, Magnesium, 30 Kilometer. Ist ein ganzes Stück, aber ist okay. Ist okay. Das können wir schon machen mit unserem Jäger hier. Ich würde nur, und wir haben jetzt hier, wir können ja, oder ich würde mich jetzt mal trauen, sagen wir es mal so, ich würde mich jetzt mal trauen, die Base auch mit dem Jäger zu verlassen, weil wir haben jetzt hier eine Maschinenkanone und hier eine Sturmgeschützkanone. Und ich denke mal, das sollte erstmal ausreichen, um das Ding zu verteidigen, in Anführungszeichen. Das hier oben ist gepanzert, der Rest ist nicht gepanzert, also das sollte schon funktionieren. Und ich würde aber, weil wir im Moment so ein Nullsummenspiel machen, wir pendeln hier bei den Batterien so um 2,9 und 2,5 Megawattstunden rum. Und ich habe schon ein paar Batterien nochmal gebaut oder eine zusätzliche Batterie gebaut. Und ich würde jetzt noch Solarpanels dran bauen. Und zwar insgesamt, wir sind 4x4, 2x2, das heißt, wir haben 8 Solarpanels im Moment am Start und wir wollen 3x3 mal 2, das heißt 9, 18, das heißt, wir brauchen 10 zusätzliche und die würde ich nochmal kurz anbauen an allen Ecken sozusagen. Naja, ich habe hier noch die Ding von meinem. Das können wir hier. Das da nicht, sondern das da wollen wir wegpacken. Von unserem Ausflug. Dann können wir noch ein bisschen mehr Material reinpacken. Ja, und dann bauen wir doch mal hier ein paar Solarzellen dran. Im Moment ist Nacht. Das heißt. Da wird eh kein Strom geliefert. Deswegen ist es vielleicht eine ganz gute Sache jetzt hier
da eins dran und jetzt einfach hoch und da noch eins dran. Und dann brauchen wir oben noch eine komplette Reihe. Ups, das war jetzt keine gute Idee. Das sollten wir gleich wieder wegschneiden. Ich habe keinen Schneider dabei. keinen Schleifer. Das heißt, und jetzt fehlt mir das Material. Okay. Ja, gut. Ja, schauen wir. Alles halb so wild. Wir nehmen uns mal einen Schleifer mit, dass man das gleich wieder. Oder ich war zu nahe dran, kann das sein? Don't know really. So, also nochmal, wir versuchen es nochmal. Hier oben. Warum kannst du das nicht produzieren? Sie benötigen Stahlplatten. Okay. Aber das kann ich jetzt nicht. Ich dachte, ich habe mir den Schleifer eingepackt. Nee, habe ich doch nicht eingepackt, weil er keinen Platz hat. Ja gut, also ist irgendwie, ich brauche immer ein bisschen, bis ich warm werde beim Spielen. So, also. Wir brauchen Stahlplatten, sagt er. Dann packen wir doch hier nochmal 5 von den Dingern weg. Und stattdessen Stahlplatten ein. Und ja. Okay, jetzt können wir die wieder bauen. Und wir bauen das erstmal fertig und dann können wir das hinten immer noch abbauen. Hier in der Schwerelosigkeit ist es ja kein Problem, weil das Ding nicht, das bleibt ja in place. So, dann dasselbe hier. Und 3 an den Rand. Zack. Kriege ich das dahin gebaut? Ja, das kriege ich dahin gebaut. Und jetzt gehen wir da runter und bauen das dahin. Und dann gehen wir da runter und bauen das dahin. Ups. So, und jetzt können wir den ganzen Spaß schweißen. Ich habe den Bohrer drinnen statt dem Schweißer. Also gut, ich bin tatsächlich noch nicht ganz so fit hier. Okay, also wir brauchen statt dem Bohrer, brauchen wir den Schweißer. Und ich vermute mal, wir können den dann, doch können wir, dann nehmen wir gleich mit. So, also. Wir schweißen jetzt mal erstmal den hier. So, und jetzt können wir den hier wegschleifen. So, und hier nochmal gleich verschweißen das Material. Und das war's, denke ich. Mehr haben wir hier nicht mehr. Okay. So, dann holen wir unser Material und wir können den Schleifer, denke ich, jetzt wieder auspacken. Und dann holen wir uns hier Material. Gut, schwupps. Und die erste haben wir. Okay. Die Solarzellen brauchen schon auch eine Menge Material, aber nicht so schlimm. Also es geht noch. Auch mit dem kleinen Inventar geht es noch. Und
Wir schauen mal, dass wir hier alles verschweißen, was wir drin haben. Damit wirklich unser Inventar komplett leer ist. So, Panzerglas, okay. So, du bist fertig. Du, was fehlt dir noch? Solarzellen, okay. Haben wir nicht genügend Solarzellen? Muss ich gleich nochmal schauen. Ja, das ist kein Problem. Seit wir die Krankenstation haben, ist das kein Problem mehr, weil wir laden dort relativ schnell auf. So, und jetzt schauen wir doch da mal rein. Doch, Solarzellen haben wir noch 41. Das scheint mir aber nicht ganz ausreichend zu sein. Also ich denke, wir produzieren da nochmal 500. Haben wir da noch? Mal kurz schauen. Montageanlage 1. Hat die wieder zu viel Schotter möglicherweise? Ja, jetzt. Nickel, die braucht Nickel, wir haben Nickel, dachte ich. Ja, 13K. Was ist dein Problem? Du hast zu viel Eisen drinnen. Wir packen da mal 4K Eisen da rein. Und jetzt zieht er sich das Nickel nach. Okay. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass er da manchmal einfach blockiert. Das ist wirklich ein Problem. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Möglicherweise am kleinen Inventar oder am kleinen Fassungsvermögen weil die Raffinerien und die Geräte haben natürlich auch ein kleineres Lager dann, Zwischenlager. Und ja, und wenn sie sich das voll knallen mit irgendwelchen Sachen, dann haben die nicht mehr genügend, um wenn die wechseln von einer Produktion auf die nächste, dann haben die nicht mehr genügend Platz, um Sachen da noch reinzubringen, die sie brauchen. Okay, wir produzieren es nach und dann sollte das schon funktionieren. Im Moment produzieren wir keinen Strom hier, weil Nacht ist. Das heißt, es geht eh nichts verloren in der Zeit und sobald die Sonne aufgeht, sollten wir genügend Strom produzieren, damit wir ein bisschen Überschuss haben. So, du bist fertig, ja. Die ist auch klar. Die noch nicht. So. Irgendwo vergisst er immer noch ein paar Dinge. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt wieder im Inventar, was ihn da stört. Wir haben noch Stahlplatten drin. Tu die mal raus. Vielleicht fehlen die uns am Ende. Mal schauen. Ja, jetzt kriegt er nicht genügend Solarzellen, denke ich. Dann können wir gleich noch mal schauen, ob die Produktion jetzt passt.
ob die Produktion passt. Ob es nur daran liegt, dass es nicht schnell genug nachproduziert. Ja, er produziert noch. Er kriegt sie noch nicht schnell genug gebacken. Okay. Jetzt. Ah, wir müssen zweimal klicken, weil er sie wieder von der... Er hat sie nicht im Speicher. Das habe ich jetzt schon kapiert. Wenn man einmal klickt, dann versucht er das aus dem Speicher, an dem wir connected sind, zu holen. Also an diesem Frachtcontainer. Und wenn er sie da nicht kriegt, dann sagt er, ich krieg sie nicht. Und wenn man dann nochmal klickt, dann schaut er wohl rum und zieht sich die dann woanders her, eben aus der Montageanlage. Ja, jetzt sagt er wieder, von 3 Solarzellen nicht möglich, wurden erfolgreich entnommen. Hm, genau. So, Solar, wie viel brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch 2. Wir brauchen noch 2, weil wir 10 nachinstallieren wollen. So. Und dann zieht er sich aus dem übrigen Speicher. So. Keine Ahnung, der hat da immer noch ein paar Stahlplatten übrig. Ich weiß nicht, woher er die, wo die übrig geblieben sind. Ich weiß es nicht. So, und jetzt eben, man muss ein zweites Mal klicken. Ja gut, die werden jetzt nachproduziert, ne? Die Solarzellen. Weiß nicht. Irgendwie denke ich, er hat genügend. Ne, er hat nicht genügend. Okay, da müssen wir jetzt warten auf die anderen Solarzellen. Ich denke, er braucht noch 10, 11. Die werden doch, es dauert ein paar Sekunden, bis die da sind, ne? Und wir haben diese 12 Stahlplatten, keine Ahnung, wo er die noch braucht. Wir packen sie mal weg. Wir schauen mal, ob sie uns am Ende fehlen. Werden wir sehen. So, jetzt hat er sich die Solarzellen schon mal geholt. Wir schauen noch mal rein. Ja, 22. Fehlen ihm jetzt Herstellungskomponenten? Tatsache, wir haben keine Herstellungskomponenten. Dann machen wir mal Herstellungskomponenten und schieben die nach vorne. Wir verschweißen mal die Solarzellen, dann wird das Panel nämlich hier noch fertig, denke ich. Nee, da fehlen ihm jetzt tatsächlich die Herstellungskomponenten und hier auch. Okay, ja gut, da müssen wir kurz warten, bis er die hat. Das wird nicht lange dauern. Alle Komponenten entnommen. Ja, jetzt sind wir gespannt. Ja, der ist klar. Und da fehlen uns noch die Solarzellen, dachte ich es mir doch. Aber ich denke, ich habe den Konstruktionsplaner schon leer. Irgendwie habe ich mich da verzählt, ich weiß nicht. Oder es waren doch jetzt die Stahlplatten? Nein, ich weiß nicht. Wir werden sehen. So, die ist auch fertig. So, wir gehen es nochmal kurz durch. Die ist durch, die ist durch, die ist durch, die auch. Die da, die da, die da. Energy low. Und die ist durch und die ist auch durch. Okay. So, dann haben wir unsere Solarfelder am Start. Wir laden mal kurz die Energie auf. Und schmeißen das Material, das wir nicht gebraucht haben, zurück in den Speicher. So, und schauen nochmal die Produktion an. Ja gut, der macht jetzt die Herstellungskomponenten, das ist okay. Dann macht er noch ein paar Solarzellen, das ist auch okay.
Da haben wir 250, da haben wir 601, wenn ich es richtig sehe. 500, 600, 400 knapp. Wir brauchen noch mal kleine Rohre, würde ich sagen. Wir brauchen kleine Rohre. Anzeigen, ja, denke ich, braucht man nicht so viel. Gitter haben wir genügend. Batterien werden wir noch brauchen. Stahlplatten können wir noch mal produzieren. Motoren nehmen wir vielleicht noch mal 200 dazu. Ich produziere jetzt einfach so ein bisschen auf Halde, ne? Motoren, und das kommt eh jetzt gleich noch mal. Dann würde ich sagen, machen wir noch mal Stahlplatten. Stahlplatten können wir immer brauchen. Machen wir mal 1000. Hätten wir jetzt auch mit Steuerung Shift machen können. Einmal, ich weiß. So, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen hier. Wie schaut es mit unserem Eisen aus? 16K, ja, ist nicht schlecht. Nickel haben wir auch. Wir haben Silber und Gold haben wir noch ein bisschen. Gold, denke ich, müssen wir uns holen. Wenn wir jetzt anfangen im großen Stil für diese Jump Drives, Supraleiter zu bauen, dann wird es heftig. Das heißt also, wir sollten jetzt tatsächlich losfliegen. So, jetzt schauen wir mal kurz. Die sind wieder am Tun. Die Sonne ist aufgegangen. Das hat gerade rechtzeitig geklappt. Super. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir wieder den Stand, den wir vorher hatten, bevor hier irgendwer unser Solarpanel gekillt hat. Ja, und jetzt hat er, trotz dass die Raffinerie läuft, hat er einen Überschuss. Ne? Das heißt, in 2 Stunden ist er aufgeladen. Und wir schauen noch mal ganz kurz in die Erzspeicher. Ja, und das ist nicht mehr so viel. Also wir müssen tatsächlich unser Bohrerrig dann als nächstes auf Vordermann bringen. Oder eben gut, Silizium brauchen wir jetzt im Moment nimmer so. Wo brauchen wir Silizium? Silizium brauchen wir für die Anzeigen. Für das da haben wir es, für die Computer. Da brauchen wir kein Silizium. Hier brauchen wir kein Silizium. Da brauchen wir auch keins. Dafür brauchen wir Silizium, aber nicht mehr so viel. Okay, und hier brauchen wir auch kein Silizium. Also gut, ich würde sagen, wir fliegen mal los und holen uns Magnesium. Da unten irgendwo gibt es Magnesium. Da. Innen, Magnesium, innen. Und wir schauen mal, wo ist Magnesium außen. Da ist Magnesium außen. Offen. Hier. In 30 Kilometer, wo auch das Uran ist und das Silber. Also erstmal die Prio ist 1, ist Magnesium. Dann würde ich sagen, als zweites vielleicht sogar Eisen. Das war auch irgendwo hier in der Ecke. Ne, Eisen. Oh, da drüben, da ist Eisen. In 10 Kilometer. Also ganz das andere Ende. Gut, ich würde sagen, wir holen uns Magnesium. Wir holen uns Magnesium. Wir brauchen unseren Bohrer, unser Werkzeug wieder. Und wir sollten uns Flaschen mitnehmen, sicherheitshalber. Wir sollten uns einfach sicherheitshalber Flaschen und Energie mitnehmen. Bohrer. Und wir nehmen uns, sagen wir, 5 Energie mit und wir nehmen uns, kriege ich das jetzt noch rein, eine Sauerstoff und eine, kriege ich wahrscheinlich gerade nicht mehr rein, oder? Ja, doch, geht noch. Haben sogar noch ein bisschen Platz. Wir könnten ein bisschen mehr Energie mitnehmen, wenn wir wollen, aber ich denke, zum Heimkommen reicht uns das und wir haben Energie haben wir eh hier im Frachter. Packen wir uns da sicherheitshalber noch ein bisschen was ins Inventar. Da
haben wir es. Ja, komme jetzt nicht ran. Na gut, okay, so. Ich denke, da haben wir es. Und wir haben hier Eis im Jäger. Wir haben hier Eis und wir haben 2,7. Wir haben im Frachtraum Eis. Im Großen, wie viel haben wir im Großen frei? Da haben wir jetzt 9. Ups, da sollten wir natürlich ein bisschen was rauspacken. Ja, da sollten wir jetzt ein bisschen was rauspacken. Dann sagen wir hier Fracht. Großer Frachtraum. Und das packen wir da rüber. Da brauchen wir es eh, weil es dann nachgeladen wird. Und da packen wir auch das Eis rein. Weil wir brauchen hier natürlich Platz für unsere Sachen. Und dann packen wir das da rein. Und die Medikits packen wir auch da rein. Nee, Käse. Wir brauchen ein bisschen Munition, brauchen wir natürlich hier, sonst haben wir keine Munition hier im Schiff. Dann packen wir uns da 5 rein. Und da packen wir uns 12 rein. Und da brauchen wir die. Ja, die brauchen wir für unsere Gatlings. Nicht alle, sondern da packen wir uns auch 5 rein. So, dann haben wir nämlich hier, naja, das ist jetzt nicht der Rede wert. Okay, das passt. Da haben wir also ein bisschen Munition dabei. Können wir uns hier sogar nochmal 5 ziehen. Das verbraucht nicht so viel. Und da nehmen wir 8 mit, dann haben wir 20. Und dann nehmen wir auch nochmal 10 mit, also 5. Dann haben wir hier 10. Okay. Ja, es sind 1K. Weil wir haben hier den mittleren Frachtding haben wir voll mit Eis. Brauchen wir das wirklich? Wir haben die Tanks voll. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Wir versuchen es mal so. Wir versuchen es mal so. So, also. Triebwerke an. Batterien. Die checken wir nochmal sicherheitshalber. Wo sind unsere Batterien? Ja, die sind aufgeladen. Okay, die sind aufgeladen. So, Triebwerke an, Batterien auf Auto. Mit 5 entriegeln und nach vorne los. Und wir gehen mal raus und suchen mal da unten irgendwo unseren Nickel Gold. Da 29, irgendwas, da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Wir checken sicherheitshalber nochmal. Ja, da ist Uran. Da müssen wir also hin. Dann sagen wir, okay, Trägheitsdämpfer aus und los geht's. Und dann holen wir uns Magnesium für unsere um Munition produzieren zu können. So. Ja, schauen wir mal. Spannend. Wir sehen den Asteroiden gar nicht im Moment. Also ich schalte mir hier die Markierungen weg, dann sehen wir ein bisschen mehr. Wir sehen den Asteroiden gar nicht im Moment. Ja, wir haben 100% Dinger. Wir könnten theoretisch die Triebwerke auch abschalten. Aber da die jetzt eh nichts verbrauchen, können wir das auch lassen. Also ich denke, wir kommen mit dem Eis in den H2-Generatoren plus die vollen Wasserstofftanks kommen wir gut hin und her. Da haben wir kein Problem, denke ich mal.
Ja, die Reise dauert ein bisschen. 30 Kilometer ist schon eine Hausnummer mit 100 Meter pro Sekunde. 30 Kilometer sind 30.000 Metern durch 100 sind 300 Sekunden. 300 Sekunden sind 5 Minuten, ne? Wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe. 300 Sekunden, ja, durch 60, eine Null weg, 30, 30 durch 6 sind 5. Genau, 5 Minuten. Naja, da sieht man, da liegt einiges auf dem Weg. Und ich denke, da kommen wir jetzt knapp dran vorbei. Das sind einige Asteroiden, die wir noch nicht durchsucht haben auf dem Weg, ne? Das ist schon auch bemerkenswert. Vielleicht halten wir da mal kurz an und schauen uns die auch noch an. Dauert ein paar Minuten, aber wenn es auf dem Weg liegt, warum nicht? Also, wir zielen eh ein bisschen zu hoch. Also ich würde sagen, wir bremsen dann demnächst und schauen uns mal diese Gruppe an hier mit drei, vier Dingern. Der eine liegt jetzt im Schatten vom anderen. Sehr toll. Die sind relativ nahe hier. Ach, da ist eh, die haben wir eh schon. Astro. Ah, da ist er schon. Dann sagen wir hier Magnesium. Wo habe ich denn jetzt da hingeschaut? Ich war auf das Uran fixiert, auf Uran, aber wir brauchen ja Magnesium. Okay. Das heißt, wir müssen eh dahin. Das heißt aber, wir haben die wahrscheinlich sogar untersucht hier. Vermute ich mal jetzt. Ich bin nicht ganz sicher. Wir können den einen, der hier da vor uns liegt, auf dem Weg, den können wir noch mal kurz checken. Sind jetzt noch 4 Kilometer zu dem. Der andere liegt ein bisschen näher. Wahrscheinlich haben wir die schon durchsucht und nichts gefunden, ne? Vermute ich jetzt mal ganz stark. So, wir bremsen mal. Ja, das ist die ganze Gruppe hier, ne? Das ist die ganze Gruppe, die wir hier haben. Okay. So, wir setzen jetzt aber diesmal keinen Fehler machen. Wir setzen uns hier beim Ding einen GPS-Punkt und sagen, neuen aktueller Position und da sagen wir Jäger. Jäger. Aktuell. Und das machen wir rot, damit man es überall sieht und das alte können wir löschen. So, oder wir lassen es. So, dann steigen wir mal aus. Jäger aktuell. Da ist das Magnesium. Und da drüben ist der. Und den schauen wir uns mal ganz kurz an. Da ist so ein kleiner vorgelagert, okay. Da ist ein Meteoriteneinschlag, vermute ich. Ich denke, der kommt mir bekannt vor. Ich denke, den haben wir tatsächlich schon angeschaut. Da ist was.
Das ist nur eine Höhle. Manchmal sind die Höhleneingänge, die glitzern dann so. Das ist wie ein Maul. Öffnet sich das. Ja, das war so eine Lichtreflexion. Da ist unser Jäger. Ja, das ist der Grund, warum ich den unbedingt markieren muss, ne? Weil sonst findet man den nie wieder. Sonst findet man den nie wieder. Das ist das Problem. So, wir schalten das mal weg und schauen uns den nochmal kurz an, weil wenn auf dem anderen drüben Magnesium ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass hier auf den anderen auch in der Nähe auch irgendwo Magnesium ist und dass wir das bisher nur übersehen haben. Der sieht ziemlich zerklüftet aus. Aber nix. Da ist nix. Ebenfalls nichts Offenliegendes. Ja. Okay. So, wo ist der Rest der Gruppe? Der ist jetzt dahinter. Wo ist unser Jäger? Mal kurz Peilung nehmen. Da ist der Jäger. So, dann schauen wir mal kurz die anderen an hier. Da haben wir eh das Magnesium gefunden. Das ist das Offenliegende. Ja, nee, da sehe ich jetzt nichts. Der ist auch ziemlich zerklüftet. Die Guten, die sind ziemlich zerklüftet. Da oben ist was. Silber, okay, da haben wir noch mehr Silber gefunden, alles klar. Silber, GPS, aktuelle Position, Astro, Silber und das wievielte ist es? 08 offen, 08, 09. 08 offen. Okay. Ups. Und wieder ein bisschen raus hier. Da ist das Uran. Das ist diese ganze Gruppe hier, ne? Und da haben wir unser Magnesium. Okay, ja gut. Dann würde ich jetzt sagen, wir holen mal unseren Jäger. Wo haben wir den? Da. Und fliegen mal, holen mal unser Magnesium. Und nie auf den Jäger direkt zufliegen, ne, auf das Raumschiff. Das habe ich auch schon mal ein paar Mal bitter bereut. Oder nicht bitter, aber bereut, weil ich dann plötzlich, dann kommt er nämlich am Schluss, kommt er irgendwann ziemlich schnell näher. Und wenn man da nicht rechtzeitig bremst, dann crasht man da rein. Und das war's. Dann ist man tot. Okay, so, also Astromagnesium. Wir gehen natürlich jetzt raus, damit wir besser hier die Peilung haben. Und wir gehen auf dieses Magnesium da drüben und das holen wir uns und dann fliegen wir wieder heim, dass wir uns nicht so lange hier aufhalten. Also wir haben jetzt nochmal Silber gefunden, das ist ja ganz okay. Meine Hoffnung war, dass wir vielleicht nochmal nochmal Magnesium finden. Okay, war jetzt nicht, aber das Vorkommen, das wir jetzt hier haben, das ist, denke ich, groß genug. Das reicht für
die ganze Zeit. Da hinten ist noch einer, ganz zerklüftet da. So, wo ist das Magnesium? Wo bist du? Magnesium offen. 200 Meter. 160. Magnesium offen. Ich muss mir das jetzt anders markieren. Ich muss mir das jetzt grün markieren, sonst sehe ich das in diesen ganzen Astromagnesium offen. Wir markieren uns das mal grün hier, weil wir es sonst in diesem ganzen Gewusel nicht mehr sehen. Da ist es. Wir sind eh schon zu weit. Da ist es. Wir sind schon vorbeigeflogen. Okay, wir sind schon dran vorbeigeflogen. Ja, weil es liegt sehr schön offen. Wirklich an der Kante, da können wir also schön arbeiten. Das Problem ist ein bisschen, dass wir jetzt hier diesen Steinsorter noch nicht haben. Das heißt, also wir kriegen jetzt natürlich Steine mit rein. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen näher ran. Wir kriegen da jetzt natürlich auch Steine mit rein. Ne? Das heißt, wir können nicht die ganze Ladung Magnesium mitnehmen. Das ist ein bisschen ein Problem, in Anführungszeichen. Wir werden das gleich sehen, wie viel der Anteil da von Stein ist, von Gestein. Ja, mal schauen. Jetzt kommt es langsam ins Sonnenlicht, das ist auch gut. Okay. Funktioniert mein Bohrer wieder mal gerade nicht. Das ist sehr seltsam. Da muss ich den da wieder dahin und dann macht das wieder. Also keine Ahnung. Muss man manchmal ein bisschen nachfassen. So, jetzt sind wir da. Ja, das ist ein schönes, großes Vorkommen. Da kann man gar nicht meckern. Das ist ziemlich mächtig hier. Da haben wir also erstmal genug. Und wenn wir immer wieder mal unterwegs sind, dann scannen wir ein bisschen weiter und finden vielleicht ein zweites Vorkommen. Mal schauen. So, wir schauen mal kurz in den Speicher. Wie schauen wir aus? Oh, okay. Cockpit. Wir haben schon im Cockpit. Was ist da los? Ist der schon voll? Nee, der ist noch nicht voll. Okay, wir haben 11 Gramm Magnesium hier drin. Der kleine ist noch gar nicht. Also da haben wir noch Luft, denke ich. Warum er da schon ins Cockpit packt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es der nächstliegende Speicher ist. So, wir gehen mal hoch und machen da jetzt die nächste. Bahn und schleifen das da möglichst gleichmäßig raus. So, wir checken nochmal. Wie schauen wir aus? Cockpit ist voll, okay. Bohrer ist noch nicht voll. Der ist fast voll. Aber wir kriegen zu 100% Magnesium. Wir kriegen gar kein Gestein rein. Also das ist super.
Und der Fracht ist noch nicht voll. Okay, dann können wir noch ein bisschen weitermachen. So, und sobald wir jetzt Magnesium in ausreichender Menge haben, können wir Munition bauen und dann bauen wir unsere restlichen Geschütze, bauen wir noch diese zwei weiteren Geschütze an. So, Cockpit ist voll, Bohrer ist noch nicht voll. Der ist auch noch nicht voll. 12. Und der mittlere ist auch noch nicht voll. Okay. Das ist ein ziemlich ausgedehntes Feld hier, Erzfeld. Das ist schon nicht schlecht. Das passt. Wir gehen mal ein bisschen tiefer noch rein hier. Und ich habe das Gefühl, er kratzt da nur an der Oberfläche. Deswegen kommt da auch in den Containern nicht so viel an. Mal schauen. Okay, der ist jetzt voll. Der ist voll und jetzt macht er den hier voll. Okay, und dann können wir noch ein bisschen was in den Bohrer packen. Das ist okay. Jetzt sind wir tiefer drin, das merkt man. Jetzt müssen wir auch schauen, kriegen wir jetzt hier Gestein mit. Das möchte ich im Moment noch vermeiden, weil wir das noch nicht aussortieren. So, der ist voll, 6,25. Der ist auch voll. Der Verbinder ist fast voll. Und wie schaut es mit dem Bohrer aus? Der Bohrer ist noch nicht voll, aber das müssen wir jetzt auch nicht strapazieren. Wir machen nur ein kleines bisschen. So, ich glaube, das ist okay. Wir peilen mal sicherheitshalber hinter uns. Aber da ist jetzt erstmal nicht viel. So, jetzt sind wir natürlich schwer, noch schwerer als sonst. Da ist unser Magnesium, super. So, gut. Und jetzt geht es wieder Richtung Heimat. Müssen wir erstmal peilen, wo das ist. Ich vermute in der Richtung irgendwo. Was? Sind wir so? Zoomt er mich jetzt so neu ran? Okay, so nur. Es war jetzt schon ein bisschen verdächtig, weil, wenn man so neu ranrückt an etwas, dann Jäger aktuell können wir jetzt wieder löschen, damit uns das nicht irritiert, das braucht man nicht mehr. GPS, Jäger aktuell, zack, können wir löschen. Und Frachtcontainer können wir, das lassen wir noch. Und jetzt müssen wir, denke ich, da ein bisschen nach unten rollen.
Da ist unsere Base. In 29 Kilometern. Da ist sie. Okay. Dann Trägheit aus und wir beschleunigen. Und wir schalten mal die Dinger weg, damit wir ein bisschen mehr sehen hier, wo wir hinfliegen. Ganz kurz noch die Geschwindigkeit checken. Okay. So, dann sind wir auf dem Heimweg. Und wir haben ganz gut Magnesium gebunkert. In welchen Schatten fliegen wir denn jetzt rein? Ah, da ist ein Asteroid. Interessant. Ja, wir haben ganz gut Magnesium gebunkert. Wir checken mal kurz, wie viel K das sind. Das sind hier 2 K. Das sind im Bohrer sind 3 K, sind also 5. Pi mal Daumen. Dann haben wir da 40, haben es 45. Da haben wir 9, haben es 55 geschätzt. Pi mal Daumen. Und da 3 sind es 58. 58 K Magnesium. Ja, damit kommen wir, denke ich, eine ganze Ecke um die Runden. Das passt. Und wir müssen unbedingt noch unsere Tanks schützen. Bisher ist da noch nichts passiert, weil wir nicht wirklich irgendwo in einen Kampf irgendwo verwickelt worden sind, so ernsthaft. Aber das wäre blöd, wenn die uns da anschießen. Und wir dann da einen Treffer kriegen und das war's. Ne? Weil ich glaube, die vollen Wasserstofftanks, damit ist nicht zu scherzen. So, da müssen wir hin, 15 Kilometer. Manchmal sind diese roten Signale, ich habe noch nicht so ganz kapiert. Ist das der Asteroid, den wir da schon vor uns sehen, unser Base? Schaut so aus, ne? Ja, das ist er. So, das heißt, wir schalten mal die Trägheit aus und bringen uns wieder ein bisschen auf besser auf Ding, weil wir sind jetzt hier ein bisschen stark daneben. Jetzt haben wir noch 10 Kilometer. Ist noch eine Markierung Minikana, die können wir auch jetzt löschen, die braucht auch kein Mensch. Machen wir die GPS, hier ist sie. Dann haben wir sogar 2. Löschen und löschen. Nicht die falsche löschen, das wäre blöd. So, die können wir auch löschen, denke ich jetzt. Die braucht man nicht mehr, die haben wir gemacht. Die Handelsstation, die lassen wir. Und die haben wir gemacht. So, jetzt bremsen wir mal.
Irgendwie sind wir jetzt nicht dran vorbeigeflogen, sondern ein bisschen darauf zugehalten, was nicht gut ist. So, wo ist unsere Station? Sehen wir die schon? Ja, da sehen wir schon den Masten, ne? Oder täuscht mich das? Es täuscht, denke ich. Das ist auf der drüben liegenden Seite. Wir sind auf der gegenüberliegenden Seite. Und gar nicht hier, oder? Ja. Die müssten wir jetzt schon sehen. Die Station müssten wir schon sehen. Das ist tatsächlich so witzig, weil wenn dadurch, dass die Sonne wandert, da ist die Station, okay. Und da ist die Station, okay. Da müssen wir jetzt da, wir stehen eh schon ganz gut zum Andocken. Können wir gleich rückwärts andocken. Dadurch, dass die Sonne immer anders steht, können wir jetzt nicht andocken, wir müssen drehen. Drehen ist echt schwierig mit dem Teil. Wir gehen mal ein bisschen runter. Wir brauchen dringend nochmal Gyroskope. Wir brauchen dringend nochmal Gyroskope. So, und jetzt drehen wir gleich mal, damit wir hier die richtige Perspektive haben. So, da müssen wir hin. Wir fliegen mal ein bisschen rückwärts. Da sieht man jetzt schön, wie wir dieses Plateau haben. Ne? Die Aufwärtstriebwerke sind natürlich zu weit. Ich habe immer den Ehrgeiz, dass wir halbwegs gut stehen, waagerecht. So, wie weit haben wir noch? Schauen wir mal. Ups. Markierungen mal ausschalten. Und ich denke, wir müssen noch ein ganzes Stück runter. Und die Frage ist, ja, wir müssen noch ein Stückchen in die Richtung. Dann versuchen wir es doch mal. Zack, und das war eine Punktlandung. Verbunden. Und Triebwerke aus und Batterien auf Aufladen. Und dann würde ich sagen, schieben wir doch mal gleich Magnesium hier in die Raffinerie. Damit wir Magnesium kriegen.
10K, okay, da wird er ein bisschen knappern. Aber wir haben ja das Effizienzmodul mittlerweile dran. Das ist tatsächlich eine feine Sache mit den Effizienzmodulen. Da haben wir jetzt die doppelte Ausbeute. Das ist schon nicht übel. Das ist nicht übel. Und ja, wenn wir jetzt, jetzt können wir unsere Geräte wieder da reinpacken, die wir nicht brauchen. Die Flaschen haben wir gar nicht angekratzt, die tun wir wieder hier zurück. Alles ordentlich. Und kann ich das hier reinpacken? Nee, das kann ich leider nicht hier reinpacken. Das hätte ich ganz gerne da drin. Wir müssen uns nochmal irgendwann so ein Werkzeug und ja, wir packen das ganz an den Anfang. So, gut. Ja, also soweit, so gut. Jetzt können wir im Prinzip schauen, wo ist die Produktion. Ja, und die ist noch bei den Stahlplatten. Dann fertig, kann das sein. Ja. Die hat noch 600 Stahlplatten und ist dann fertig. Das ist super. Der Rest ist schon da. Und wir schauen mal. Wir schauen hier mal in den Erz. So rum wird ein Schuh draus. Wir haben es ja noch nicht getrennt, aber noch immer 30k Eisen. Das heißt, da ist noch jede Menge Eisen. Das heißt, wir können aber jetzt schon mal hier ein bisschen Munition dazwischen schieben. Wie viel Magnesium haben wir denn schon? Magnesium, ich sehe noch gar nichts. Ist der voll? Ne, der ist nicht voll. Was brauchen wir denn zuerst? Ich würde sagen, diese NATO-Munitionskiste, die können wir als erstes brauchen. Raffinerie. Er hat immerhin schon 5 Kilo Magnesium gebaut. Ich denke, wir lassen hier noch die Stahlplatten ein bisschen durchlaufen, weil er braucht hier für die NATO-Munitionskiste, braucht er wie viel Magnesium? 3 Kilogramm. 3 Kilogramm, das heißt, ja, da könnte jetzt gerade mal eine bauen. Ne? Das heißt, wir lassen ihm erstmal ein bisschen Magnesium produzieren. Bevor wir hier jetzt die Produktion von Munition anschmeißen. Das ist auch nicht das große Problem. Wir könnten jetzt gleich hier, wir schauen nochmal, haben wir den Speicher hier schon leer? Den machen wir jetzt noch leer. Also hier ist eh nichts drin, was wir nicht brauchen. Da haben wir, ja. Und da sagen wir jetzt Erz und das schieben wir darüber, das Magnesium. Das schieben wir da rein und das schieben wir auch da rein. 40k und haben wir sonst noch was? Ja, hier haben wir noch was. Tja, und die 9k, die wir schon ausgeladen haben in die Raffinerie, also tatsächlich, wir haben um die 50k Magnesium. Wir haben um die 50k Magnesium. Hier haben wir noch die volle Munitionsbestückung. Das ist auch okay. Da haben wir noch, ja, wir haben 2/3 fast von dem Eis verbraten. Das heißt also, das können wir jetzt hier wieder auffüllen. Oder auch nicht. Wir sollten das nicht auffüllen, sondern wir sollten es tatsächlich, wenn, dann am Asteroiden holen. Also hier haben wir Eis. Da haben wir kein Eis mehr. Da haben wir auch kein Eis mehr. Mhm. Die Frage ist, wo liegt der Eisasteroide? Ne? Ob der da drüben liegt? 1,7K. Ich würde doch die H2 sicherheitshalber mal auffüllen. Einfach um sicher, das reicht eben nicht mehr ganz. Und da sehen wir schon hier. Das war hier kein
kein Eis mehr sonst auf Vorrat haben. Das heißt, wir müssen eh uns wieder Eis besorgen. Ja, da müssen wir uns wieder Eis besorgen. Wir schauen mal ganz kurz, wie schaut es denn da drüben aus mit unserem, wie viel haben wir denn da noch drin? Da haben wir 900 reingepackt, wir haben noch 700, okay. Das ist jetzt nicht so das Drama. Ja. Da haben wir also noch ein bisschen Vorrat. Aber wenn wir jetzt wieder loszischen, dann würde ich da tatsächlich wieder mir die Flaschen reinholen und würde da mir das Power-Kit wieder reinholen. Und dann können wir uns da auch das Power-Kit aus dem Frachter wieder auffüllen. Nein, das können wir nicht. Wieso kann ich das nicht? Großer Frachter, weil da das Ding dazwischen liegt, der Sortierer. Na, das vergesse ich immer. So, hier können wir es uns holen. Hier können wir es uns holen. Aus dem Frachter. Wo habe ich das? Habe ich das da schon gebunkert? Habe ich das da reingepackt? Wo habe ich denn jetzt meine 21 Power Kits? Gerade eben habe ich es doch noch gefunden. Da sind sie, im Erzfrachter. Da, ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, dann haben wir jetzt 11 dabei, sind hier voll. Okay. Dann kann der das Magnesium verarbeiten. Genau. Dann würde ich sagen, ja, das war jetzt erstmal die Magnesium-Tour. Wir machen einen kleinen Cut hier, damit die Folgen nicht immer so überlang werden, überlang. Überleg mal, ich denke, wir holen uns Eisen. Wir holen uns dann Eisenasteroiden und dann holen wir uns Uran. Was? 66 Meter Uran? Moment. Was heißt denn das? In 66 Metern Uran? Der Erzdetektor hier hat Uran detektiert. Wir brauchen hier eine kleine Antenne. Weil dann kriegen wir das mit übertragen, was er detektiert. Wir holen uns hier das Material. Ich kann gerade nichts so viel holen. Das ist blöd. Wir müssen da noch mal kurz das Inventar leer machen. Packen das hier rein. So, und dann gehen wir da noch mal Material holen. So, und dann wollen wir jetzt hier die Antenne dran bauen und die bauen wir da unten dran. Weil dann kriege ich nämlich das Signal hier übertragen. Was brauchst du hier?
Du brauchst kleine Stahlrohre. Haben wir keine kleinen Stahlrohre? Doch, wir haben kleine Stahlrohre. Wieso packt der große Stahlrohre ein? Das verstehe jetzt auch einer. Da habe ich wieder den falschen selektiert wahrscheinlich. Ich habe wieder die falsche Gridgröße. Antenne. Ne, ich habe die kleine. Also er braucht einen Computer, eine Herstellungskomponente, zwei Herstellungskomponenten und ein und vier Antennen, so die Übertragungsdinger. Wir merken es uns jetzt, anstatt hier immer, ich weiß nicht, was er hier mit den großen Dingern hat. Also du brauchst eine Herstellungskomponente, du brauchst vier, die haben wir noch nicht, die müssen wir bauen. Die braucht man tatsächlich. Ja, da ist ja gleich mit den. Da macht doch mal 20, 50 von denen gleich. So, inzwischen schauen wir. Also, wir brauchen Herstellungskomponente. Wir brauchen ein kleines Stahlrohr. Wir brauchen diese vier Dinger. Ich glaube, wir brauchen zwei. So, machst du jetzt die schon? Schaut so aus, ja. Da brauchen wir vier Stück. Da brauchen wir vier Stück. Ich hätte es auch mir kurz ablesen können. So, vier Stück. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich habe eine Komponente habe ich vergessen, es waren vier. Ich habe eine vergessen, ich weiß nicht, welche das war. Wir werden es gleich sehen. Ah, der Computer, der eine Computer fehlt uns. Okay, ja klar. Hätte ich auch drauf kommen können. Der eine Computer. So, und dann will ich hier Uran. Wir haben hier Uran auf unserem Asteroiden. Das. So, Uran. Da sieht man es. Jetzt brauchen wir natürlich hier nochmal unser Werkzeug. Wahnsinn, Wahnsinn. Gut. Oh, das hat er jetzt schon wieder weggesaugt. Weil wir den Sortierer ja gesagt haben, er soll Werkzeug hier wegsaugen. Manchmal ist es ein bisschen kontraproduktiv. Verstehe schon, ja. So, das da und das da. Und ordentlich sortieren. Und wir brauchen eigentlich die da nicht. So. Ja, ich glaube, dann haben wir wieder alles. Und jetzt gehen wir hier mal Richtung Uran. Er sagt hier 70 Meter. Da irgendwo drin ist Uran. Wir uns die Tour zum Uran-Asteroiden vorläufig erstmal sparen. Ich meine, schön zu wissen, dass wir dort noch einen Vorrat haben, aber wenn wir hier schon jede Menge haben, da ist auch noch Nickel. Okay, das wird immer besser. Das wird immer besser hier. Oh, wir sind wieder raus. Okay, wo ist Uran? In 7 Metern. So ist mein Uran.
ist jetzt passiert? Nickel, Eis. Jetzt habe ich meinen Uran verloren. Da ist jetzt Nickel auf jeden Fall. Okay, da ist Nickel. Das ist auch gut zu wissen. Okay. Das war ein 1,7 Meter. Das war ein Asteroideneinschlag. Denke ich. 5 Meter. Das war wahrscheinlich so ein Asteroideneinschlag. Okay. Und ich habe es jetzt versehentlich das Uran weggebohrt. Okay, das war ein Asteroideneinschlag. Aber da haben wir auch Eis. Das ist auch ein Asteroideneinschlag. Okay, das sind Asteroideneinschläge, die wir hier haben. Okay, gut zu wissen. Wir bohren es uns hier mal kurz weg. Boah, es sind 21 Kilo Eis und hier ist noch ein bisschen was. Aber es ist voll natürlich, weil wir jetzt natürlich nicht viel haben. Okay, ja, das sind Eis, das sind Meteoriteneinschläge. Das ist natürlich, darf man nicht verwechseln. Okay. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen Eis. Jetzt finde ich es wahrscheinlich eh schon nicht mehr. Doch, da. Oder ist das noch mein anderer? Ne, das ist schon meiner. Inventory full. Eis, 41 Kilogramm. Okay, also da habe ich mich jetzt ein bisschen irritieren lassen, in die Irre führen lassen. Ich meine, das ist schon ganz nett, wenn wir hier über die Meteoriteneinschläge solche Vorkommen haben. Das könnte auch ganz witzig sein, dass man da ein bisschen was rausholt. Aber gut, ich dachte jetzt, wir haben Uran, so ein richtiges Uranvorkommen. Aber dem ist nicht so. Das heißt, es bleibt dabei, dass wir das Uran auch brauchten. Aber ich denke, wir brauchen als erstes Eisen. Weil aus dem Gestein ist das ein bisschen mühsam. Also ich denke, wir holen uns mal so 40 K Eisenerz kriegen wir hier in den Miner rein, in den Jäger. Und das holen wir uns. Mit der Ausbeute haben wir, ich glaube, Eisen ist, glaube ich, 50 oder 60%. Das heißt, wenn wir das verdoppeln, dann habe ich früher den Eindruck gehabt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass wir sogar mehr rausholen, als wir an Erz reinstecken. Es ist ja zwar ein bisschen seltsam, aber ja, ich glaube, der Algorithmus ist vielleicht so. Aber auf jeden Fall haben wir dann eine ziemlich hohe Ausbeute an Eisenerz und das hilft uns erstmal über die Runden. Wir schauen mal kurz hier in die Produktion. Die Produktion ist durch. Und ins Inventar, wenn wir hier mal schauen in die Komponenten, dann haben wir jetzt da 200, 600, 500, 600, 300, 500, 200 Anzeigen reichen erstmal, 600 Gitter, 1000 Stahlplatten, wir haben noch Batterien, wir könnten also Energiezellen, wir könnten noch Batterien bauen, wir haben Motoren, wir haben Herstellungskomponenten, wir haben noch Solarzellen und wir haben ein paar von diesen Kommunikationssystemen. Fehlt uns da jetzt irgendwas Wichtiges, Essentielles? Ich denke nicht. Wir könnten da noch mal ein paar nachproduzieren. Zwei. Machen wir da noch mal 100. Ich glaube nicht, dass wir so viel brauchen, aber von denen. Wie schaut es mit den Rohren aus? Da haben wir 600. Das, glaube ich, passt schon. Wir müssen es nicht übertreiben jetzt erstmal. Magnesiumpulver, ja genau. Also, jetzt können wir nochmal kurz reinschauen. Inventar, ins Erz. Magnesiumpulver. Was ist mit unserer Raffinerie? Ja, die hat jetzt immerhin schon 42 Kilogramm. Magnesiumpulver. Das heißt, wir könnten
Wenn ich es richtig gesehen habe, dann könnten wir jetzt ja, 10, 13, 12, 12 Munitionskisten hier bauen. 12 Munitionskisten hier bauen mit den 3 Kilogramm pro Kiste. Und da brauchen wir 1 Kilo, 1,2 Kilogramm. Also das gibt schon aus, das Sturmgeschütz. Und das dritte war das da. Da brauchen wir 2 Kilogramm. Ja, also ich denke mal, er hat jetzt hier aus 3K 50 Kilogramm gewonnen. Ungefähr. Das heißt, die Ausbeute ist nicht sehr hoch. Okay, aber ich würde sagen, wir bleiben bei unserem Plan. Wir sind jetzt vorbereitet für unsere Eisenexpedition. Wir holen uns Eisen, dann holen wir uns Uran. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, holen wir uns Eisen und wir holen uns Uran. Dann bauen wir uns einen Reaktor im Satelliten, also im Asteroiden drinnen, um unsere Energieversorgung mal sicherzustellen, unabhängig von den Solarzellen. Das ist schon mal eine gute Sache. Und inzwischen sollte dann die Raffinerie mit dem Magnesium hoffentlich einigermaßen durch sein. Dann holen wir uns Magnesium, dann bauen wir uns Munition, dass wir da auf der sicheren Seite sind und genügend haben. Und ja, und dann würde ich sagen, ist unser Bohrerrig dran. Dann bauen wir unser Bohrerrig aus. Dann haben wir jetzt erstmal alles soweit am Start. Und dann bauen wir unser Bohrerrig um in, mit diesen Kolben und den Verbindern, dass wir da so richtig tief bohren können. Und dann brauchen wir unten, denke ich, auch nochmal ein bisschen Speicherplatz für Gestein. Weil dann wird das Rig, wenn das jetzt mal so richtig ins Gestein reingeht, dann wird die ziemlich viel Gestein produzieren und ich denke, dann brauchen wir ein bisschen mehr Speicherkapazität. Aber das ist, denke ich, dann kein Problem mehr. Das können wir uns ausbauen. Also wir sind jetzt hier langsam in der Asteroidenbase auch am Laufen. Ich würde jetzt hier noch nicht so großartig, die Raffinerie kann ja ständig laufen im Hintergrund. Das ist jetzt nicht das Problem. Und die reicht uns jetzt erstmal auch. Eventuell bauen wir noch eine zweite oben drauf. Mal schauen. Theoretisch geht es noch. Die Montageanlage tut es. Wenn wir jetzt ein bisschen auf Reserve produzieren, dann stehen wir da nicht auf dem Trockenen. Vielleicht noch eine zweite Raffinerie mit den Erweiterungsmodulen, mit den Effizienzmodulen. Allerdings brauchen wir dann noch Gold, denke ich, oder? Na, wir haben noch Gold. Also für die Erweiterungsmodule wird es noch reichen. Dann müssten wir uns auch irgendwann mal Gold und Silber organisieren. Gold auf jeden Fall dann, sobald wir mit Jump Drives arbeiten wollen. Ne? Ja, schauen wir mal. Also, so weit, so gut. Ich würde sagen, ja, wir sind ganz gut am Laufen. Freut mich. Also langsam macht es hier Spaß, weil man nicht immer warten muss auf irgendwelche Sachen. Wir haben genügend Energie, wir haben langsam genügend Ressourcen, wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Uran, Platin und so weiter. Kobalt fehlt uns hier noch. Das ist noch die einzige Sache, die uns hier noch ein bisschen fehlt. Da müssen wir noch mal schauen. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Dann würde ich sagen, ja, jetzt ist doch wieder ein bisschen länger geworden mit dem Gequatsche und mit dem Uran finden, suchen und so weiter. Ja, ja, dann wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, hilft dem Kanal, freut mich. Und wenn ihr neu seid, gerne auch ein Abo und läutet die Glocke, wenn ihr informiert werden wolltet, ihr wisst es. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.